Hallo, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von DSTV. Mein Name ist Emma Stapel. In den etablierten Medien wird oft das Schreckensbild von rechten Immobilien gezeichnet. Dass die Wirklichkeit ganz anders aussieht, möchten wir Ihnen heute einmal zeigen. Das Flieder-Volkshaus in Eisenach ist fest verankert in der Stadt und längst zum kulturellen und sozialen Anlaufpunkt geworden. Auch wenn dies den Stadtoberen nicht passt. Am Fuße der Wartburg im wunderschönen Eisenach gibt es nicht nur eine Menge Sehenswürdigkeiten zu bewundern, sondern auch das inzwischen weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Flieder-Volkshaus. Die STV ist in die thüringische Stadt gefahren und hat sich das Objekt näher angeschaut und mit den Machern gesprochen. Einer von ihnen ist Patrick Wieschke. Der 36-Jährige erklärt, wie es zu der Namensgebung des Hauses kam. Es kam zu dem Namen, weil wir hier an einem traditionellen Standort uns befinden. Wir hatten hier früher das sogenannte Stieger-Volkshaus. Das hat in Eisenach eine lange Tradition, ist hier sehr verwurzelt gewesen. Wir haben im Rahmen des Sommergewinns Commerce jedes Jahr große Veranstaltungen stattgefunden, aber auch darüber hinaus Fest- und Tanzveranstaltungen. Und das ist den älteren Eisenachern noch ein bekannter Begriff. Und wir waren Teil dieses Ganzen und haben deshalb uns auch den Namen Volkshaus gegeben, aber auch, weil wir uns eben als Volkshaus verstehen. Und zu dem Namen Flieder-Volkshaus, also dem Zusatz Flieder, kam es eben wegen der auffälligen Fassadenfarbe. Die Presse hat, als das Haus eröffnet worden ist, geschrieben, es wäre das braune Haus mit der auffällig fliederfarbenen Fassade. Und wir sind nicht das braune Haus, sondern wir haben dann eben ganz klar gesagt, wir nutzen auch die positive Farbe und kombinieren Volkshaus und die Fassadenfarbe zum Namen Flieder-Volkshaus. Nach viel Arbeit, Zeit und Geldeinsatz wurde das Haus im September 2014 eingeweiht. Es waren fast ausschließlich freiwillige Helfer, die mit ihren Mühen das Projekt erst ermöglicht haben. Wir haben schon sehr, sehr lange von einer eigenen Immobilie geträumt. Wir machen in Eisenach regelmäßig Veranstaltungen, hatten dann immer wieder Schwierigkeiten, Räumlichkeiten zu finden, wie das eben bei nationalen Menschen auch immer häufiger der Fall ist. Und hatten dann eben jemanden gefunden, der bereit war, das Opfer für uns einzugehen, eine Immobilie zu erwerben. Wir hatten hier erst in der Gegend einen anderen Standort favorisiert. Der hatte sich dann aber aufgrund des Kaufpreises zerschlagen. Und wir haben dann diese Immobilie für uns entdeckt, die eben ideal war, die keine Baulasten hatte, die nicht baufällig gewesen ist, die wirklich bezugsfertig war und die unsere Zwecke, eben unseren Zwecken und unseren Wünschen vollkommen entsprach. Und dann haben wir das im Jahr 2014 erworben, zunächst einmal konspirativ. Und als dann alle juristischen Fristen auch für die Stadt abgelaufen waren, haben wir das platzen lassen, die sprichwörtliche Bombe. Und dann war das Geschrei natürlich groß. Die Oberbürgermeisterin unserer finanziell klammen Stadt Eisenach wollte am liebsten das Vorkaufsrecht eben nutzen. Aber dafür waren die Fristen ebenfalls schon abgelaufen. Und seitdem, also seit rund 3 Jahren inzwischen, nutzt man dieses Haus sehr, sehr erfolgreich. In dem Haus finden regelmäßig gut besuchte Veranstaltungen mit Musik, Vorträgen und Geselligkeit statt. Auch für Sitzungen und Tagungen, wie hier des NPD-Parteivorstandes, wird das Objekt genutzt. Jeden Freitag ist das Haus ab 20 Uhr für Gäste geöffnet, was viele Eisenacher regelmäßig in die Katharinenstraße führt, um bei Getränken und Gesprächen das Wochenende zu begrüßen. Zweifelsfreier Höhepunkt ist aber der alljährliche Sommergewinn, zu dem auch das Flieder-Volkshaus festlich geschmückt wird. Das ist ein Fest, das größte deutsche Frühlingsfest, möchte ich sagen, was sich wirklich auch an alten Bräuchen und Sitten unserer Vorfahren orientiert, mit den germanischen Symbolen Hahn, Brezel und Ei. Und dieser Festumzug, der dazu gehört, führt durch unsere Straße. Und wir beteiligen uns natürlich neben vielen Anwohnern immer an diesen Festlichkeiten. Wir schmücken das Haus sehr, sehr auffällig im Rahmen der Feierlichkeiten, also auch eben des jährlich wechselnden Themas, und mache an diesem Wochenende auch einen Tag der offenen Tür. Und der wird sehr, sehr gut besucht. Da sind über das ganze Wochenende hunderte Menschen hier bei uns zu Gast, Touristen wie auch Eisenacher. Und das ist also der jährliche Höhepunkt. Natürlich ist die kontinuierliche Unterhaltung eines solchen Objektes ein Kraftakt, der aber glücklicherweise inzwischen solide auf vielen Schultern ruht. Dieses Haus birgt natürlich Kosten in sich, die wir jeden Monat haben. Das weiß jeder Hausbesitzer in Deutschland. Und dieses Haus trägt sich zum einen über einen Förderverein, den wir gegründet haben, den Flieder-Volkshaus e.V., der auch inzwischen ein eingetragener Verein ist, wo sich auch immer mehr Menschen organisieren, die sich eben bereit finden, auch einen Obolus für dieses Haus dazuzugeben, um die Kosten zu tragen. Und eben auch über weitere Spender, über Mieten, die wir natürlich für den Nutzer des Hauses nehmen. Wir haben hier ein Unternehmen, wir haben die Partei, die NPD hier eingemietet, und so setzt sich das zusammen monatlich, um eben die laufenden Kosten zu tragen. Und seit 3 Jahren funktioniert das, und wir sind
gewiss, dass das auch in Zukunft so funktionieren wird. Eine Eisenacher Mutter von drei Kindern verriet uns, warum sie den Anlaufpunkt gern nutzt. Ich gehe gerne ins Volkshaus, weil man weiß, wo man ist. Ich gehe gerne ins Volkshaus, weil ich selber drei Kinder habe. Es wird viel für die Kinder angeboten, es wird viel mit den Kindern angeboten. Da finde ich ganz, ganz toll die Kinderweihnachtsfeier, dass man vorher schon für die Kinder die Geschenke zusammensucht, dass jedes Kind ein Geschenk bekommt, dass diese familiäre Atmosphäre beibehalten wird, dass die Gemeinschaft gefördert wird, dass hauptsächlich junge Familien gefördert werden, gefordert werden, dass man die Möglichkeit hat, mit den Kindern unterzukommen. Das Flieder Volkshaus ist nicht isoliert im Sozialgefüge der Stadt, sondern ist eingebettet in eine funktionierende, harmonische Nachbarschaft. Während die etablierten Parteien, also auch die Stadt, immer wieder versuchen, hier einen Keil zwischen uns und die Nachbarschaft zu schlagen, indem behauptet wird, das muss nicht akzeptiert werden, dass sogenannte Nazis sich in der Nachbarschaft befinden, ist die Realität eine ganz andere. Wir sind mit allen Nachbarn freundschaftlich verbunden. Es wird sich gegrüßt, es wird sich miteinander unterhalten und ausgetauscht über profane Dinge wie das Parken zum Beispiel. Es wird sogar das Haus besucht. Man besucht eben auch andere Lokalitäten und Privatpersonen hier in der Nähe. Da haben wir überhaupt keine Schwierigkeiten und überhaupt keine Feindseligkeiten in der Nachbarschaft. Immer häufiger und gern genutzt wird der Saal auch von Vereinen und privaten Gesellschaften. Hier trifft sich nicht nur die Partei, nicht nur unsere Jugendgruppen, denen wir den Raum regelmäßig zur Verfügung stellen, sondern es ist wirklich ein Volkshaus geworden in diesen drei Jahren. Hier finden Hochzeiten, Jugendwein, Kindergeburtstage, Schuleinführungen, runde Geburtstage, all diese Dinge finden hier statt, die eben angeboten werden können. Also die Leute mieten das für ihre privaten Feiern und Anlässe und davon wird immer mehr Gebrauch gemacht. Wir haben manche Monate, da sind wir schon ausgebucht. Wir bieten hier auch ideale Voraussetzungen. A, haben wir eine günstige Miete für unseren Saal, der bis zu 100 Personen umfasst. Dafür haben wir auch eine Zulassung. Wir haben Parkplätze ringsherum, wir haben Pensionen und Hotels ringsherum. Wir haben sämtliche Ausstattung, die es eben braucht für Feiern, Tagungen und alle möglichen Anlässe. Das ist ein Angebot, was ich eben auch der Bevölkerung als auch unseren eigenen Kreis und jedem nur machen kann, hier im Herzen Deutschlands, im grünen Herzen Deutschlands, mal zu tagen, mal zu feiern, mal vorbeizuschauen und eben dem Volkshaus wirklich auch alle Ehre zu machen. Besuchen Sie doch einfach mal das Flieder Volkshaus, wenn Sie in Eisenach sind und lassen Sie sich von der Kompetenz, dem Engagement und der Herzlichkeit der Verantwortlichen überzeugen. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie uns gewogen bleiben. Wenn Sie noch kein Abonnent der Deutschen Stimme sind, dann testen Sie jetzt unser einzigartiges publizistisches Angebot. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal, Ihre Emma Stapel.